Herr Schneider, vorab erstmal, wir haben, ich sag mal, der Großteil der Schalke-Fans hat wirklich größtes Vertrauen zu Ihnen. Sie machen einen sehr ruhigen und abgeklärten Eindruck und Sie könnten wirklich der Richtige sein auf der Position. Um das mal so zu sagen, vorsichtiges Lob auf jeden Fall schon mal. Wissen Sie, Seo hat ja jetzt gesagt, dass er kommen möchte auf Schalke. Und vorab erstmal, wenn das nicht klappen sollte, ganz ehrlich, hat da jeder Verständnis für, weil uns allen ist auch lieber, dass dass Schalke gut geht, dass Schalke gesund ist und dass wir eben keine hohen finanziellen Risiken eingehen, die womöglich Schalke gefährden. Und deswegen, Sie haben da... Also das, was Sie nachher entscheiden, das ist nachher das Richtige, auf jeden Fall. Warum ich dennoch dieses Video mache, ist, ich möchte Sie einfach darum bitten, dass Sie wirklich alles versuchen, dass Sie wirklich alles probieren, um Seo wirklich zu bekommen. Auch die Gehaltsobergrenze zum Beispiel, die sollten Sie jetzt nicht unbedingt anpassen, aber ich denke mal mit verschiedenen Vertragskonstrukten, mit verschiedenen Vereinbarungen mit Arsenal könnte eventuell ja doch noch eine Lösung herbeikommen. Und wie gesagt, da haben Sie mein allergrößtes Vertrauen und das kriegen Sie auf jeden Fall schon hin. Und was uns Schalke-Fans angeht, ich meine, Sie kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir sind natürlich Fans, die gerne träumen. Und so ist es jetzt auch bei Seo. Und wir lassen uns das Träumen auch nicht verbieten. Und dementsprechend lassen Sie uns träumen. Machen Sie Ihren Job. Machen Sie Ihren Job ruhig und konzentriert. Und bleiben Sie dran. Machen Sie einen guten Job auf Schalke. Und davon bin ich aber auch überzeugt. Von daher... Machen Sie es gut. Ciao, schönen Arbeitstag noch. Bis dann. Tschüss.